ganz spezielle Zeit im Moment. Ihr merkt es wahrscheinlich auch. Einerseits Vollmond gestern, riesengroße Transformationsenergie im Gange. Vielleicht spürst du auch eine gewisse Unruhe oder so eine gewisse Nervosität, so ein Kribbeln, so ein Gefühl, das dir andeutet, boah, es ist Transformation im Gange, die Dinge verändern sich, ich sehe sie zwar noch nicht, ich sehe quasi noch nichts Neues, ich sehe, vor allem wenn ich was Neues sehe, sehe ich nur Sachen, die ich scheiße finde, oder diese ganzen Bestimmungen, Lockdown und so weiter und so fort, insbesondere Österreich, Deutschland, bei uns in der Schweiz ist es jetzt noch nicht so gravierend. Hi Susi, guten Morgen. Ja, und es liegt in der Luft, ja, es ist so eine richtige geladene Energie, habe ich das Gefühl. Ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, aber irgendwie so, jetzt aber gleich, um in Tantra zu sprechen, ja, so kurz vorm Orgasmus, kurz vor der Explosion, es kommt doch jetzt was, es passiert doch jetzt was. Und diese ganze Energie, die da ist, die dürfen wir lernen zu halten. Es ist ganz, ganz wichtig, dass wir erkennen, dass wir diese Energie, dass wir ein Container für Energie sind. Wir sind ein Energiecontainer. Und wenn sich die Energie mehr und mehr erhöht und intensiver wird in der Frequenz, dann geht es wirklich darum, dass wir nicht durchdrehen, weil wir diese Gefühle nicht kennen oder weil sie unangenehm sind, guten Morgen Jacqueline, sondern dass wir uns anerkennen als wirklich als Container für Energie. Und dieser Container, der muss erstmal sich daran gewöhnen, dass hier mehr Power ist, ja, dass hier mehr Power entsteht. Und es fühlt sich halt neu an und es fühlt sich ungewohnt an. Und wenn wir uns dessen aber bewusst sind, dann können wir auch gewissermaßen gelassen sein und diese neuen Gefühle, diese neuen Energien, diese neuen Schwingungen, die einerseits in uns selber generiert werden, weil wir auch die Arbeit tun an uns und gut's Mörgele. Und andererseits auch, weil wirklich jetzt im Kollektiv so ein energetischer Shift stattfindet. Ja, der ist schon am Stattfinden. Es findet schon statt. Ich habe gestern den kleinen Prinz angeschaut und eigentlich ist es wirklich ein Muss-Film für jeden. Und da ist auch nochmal so deutlich geworden, die Dinge, die tatsächlich dein Leben beeinflussen, die finden nicht dort statt, wo du sie siehst. Die Dinge, die du siehst, sind nicht die Dinge, die dich, dein Leben und dein Sein beeinflussen, sondern es sind die Dinge, die du eben nicht siehst, die im Unbekannten sind, die du maximal spürst, die du maximal energetisch eben wahrnehmen kannst, weil du dich eintunst. Das sind die Sachen, die wirklich, wirklich auch passieren. Und natürlich kannst du dich auch ins Außen eintunen und da deine Energie investieren. Aber das willst du ja nicht, sondern du willst ja transformieren. Transformieren, also du willst quasi dich selber in einen anderen Zustand bringen, sodass dein Außen auch anders aussieht. Aber dieser innere Zustand, der ist erstmal das Wichtige. Und was jetzt die wichtige Message ist für heute: Du kannst kein neues Ich kreieren, solange du noch an deinem alten Ich hängst. Guten Morgen, Mirivet. Es muss uns so klar werden, ja, dass wir können nicht in ein neues Leben, in ein neues Level, in eine neue Version von uns selbst einsteigen, solange wir noch an dieser alten Version hängen.
Und was heißt es, an dieser alten Version hängen, an dieser alten Version von uns, von unserer Geschichte auch rumkauen, an dieser alten Version, an unserer Geschichte, an unserer Vergangenheit rumkauen? Und was heißt es rumkauen? Das heißt tatsächlich in erster Linie, dass wir da noch irgendwelche Emotionen drin haben, dass wir mit unserer Vergangenheit noch irgendwelche Emotionen verbinden. Und zwar niederschwingende Emotionen. Emotionen, die wir nicht haben möchten. Wenn wir mit unserer Vergangenheit nicht, so gesagt, im Reinen sind, und viele sagen ja, ich bin mit meiner Vergangenheit im Reinen und ich bin mit meinem Ex-Partner XY im Reinen und oftmals ist es nur eine oberflächliche Sache, dieses im Reinen sein. Ja? Da sind dann noch viele Sachen, die ich zurückweise, wo ich dann doch sage, nö, also das ist ja überhaupt nicht gegangen und das ist unmöglich oder irgendwelche Schuldgefühle, die wir noch haben. Und das ist nicht im Reinen sein. Im Reinen sein ist wirklich neutral sein. Keine negative Energie zu haben, zumindest, ja, diesen neutralen Zustand zu gewinnen. Und erst wenn du ein neutrales Ich gewonnen hast, ja, wenn du weißt, wer du wirklich bist, wenn du da ganz tief verankert bist in diesem neutralen Seinszustand, dann kannst du darauf dein neues, dein Wunsch-Ich aus diesem neutralen Zustand, dein Wunsch-Ich kreieren. Ja, wenn du ein Bild malst, ja, und da ist noch das ganze alte Bild da, ja, und du versuchst, da ein neues Bild draus zu machen, das geht, aber das ist ganz, ganz mühsam und immer, egal was du drüber malst, das alte Bild ist drunter. Aber wenn du jetzt eine neue, frische Leinwand hernimmst und da anfängst, ein neues, frisches Bild zu sein, zu kreieren, erschaffen, dann ist es unglaublich hilfreich, weil es ist weiß, es ist neutral. Du kannst alles draufmalen, du kannst alles drauf projizieren, was du möchtest. Und das Alte stört dich nicht mehr. Das ist einfach weiß. Und diese weiße Leinwand zu werden, das ist für mich das, wenn du erkennst, wer du wirklich bist, als göttliches Reines. Absolut Schuldloses, absolut Perfektes, in höchster Liebe, in höchster Schwingung erdachtes Menschenwesen bist. Dann hast du diese weiße Leinwand für dich. Wenn du aus diesem Zustand heraus, diesen Zustand für dich als wahr, ehrlich und wirklich und als die einzige Wahrheit für dich erkennst, dann kannst du anfangen zu kreieren, du kannst anfangen zu gestalten, du kannst ein ganz neues Leben für dich gestalten aus einer ganz anderen Perspektive. Und das ist für mich der Kasus Knactus, dorthin zu kommen, dass du dich wirklich als diese weiße Leinwand, als dieses weißes, perfektes, göttliche Wesen siehst, dorthin zu kommen, um dann aus diesem wunderbaren Zustand heraus all deine Wünsche und Träume, dich als Leber, als Lebewesen, als Ich, als neues Ich, als Persönlichkeit in deinen Wünschen und Träumen leben kannst, fühlen kannst. Und da ist da nichts mehr von früher, da ist quasi nichts mehr, was transformiert ist, was vorher anders war, sondern es ist etwas, was perfekt ist. Es war schon immer perfekt. Du gehst davon aus, dass du schon immer perfekt warst, weil du es eben warst. Du gehst davon aus, dass du als göttliches, perfektes, höchstschwingendes, liebendes Wesen keine Fehler gemacht hast, da es nichts gibt, was du noch ableiden musst oder wo du noch bestraft wirst oder wo du noch nachziehst, sondern
Du begibst dich wirklich in diesen absolut göttlichen Zustand. Und dieser Zustand erlaubt es dir tatsächlich, deine Energie so auszudehnen, dass du in ganz anderen Sphären dich siehst, dein Leben siehst, die anderen Menschen siehst. Und deswegen ist es so wichtig, diesen Vier-Schritte-Prozess zu machen, ja, dass du zuerst mal wirklich weißt, wer du wirklich bist und dich voll hereingibst in diese göttliche Persönlichkeit, dich quasi wirklich bereinigst von allen Stories, von allem Leid, von allen Vorurteilen, von allem Groll, von allem Hass, von allem Neid, weil du es nicht brauchst. Es ist unnötig. Es gehört nicht zu dir, es gehört zu irgendwelchen Vorstellungen, und zwar verlogenen Vorstellungen über dich, die du aufgenommen hast. Aber wenn du jetzt wieder zurückgehst, ich nenne das so gerne auch den Babyzustand, ja, wenn du wirklich als erwachsener Mensch dich fühlst wie dieses reine, wunderbare Baby, das sich bedingungslos freuen kann, das bedingungslos willkommen ist auf dieser Erde und aus diesem Zustand heraus den nächsten Schritt gehst, du erwirbst, du schaust, was du haben möchtest in deinem Leben, du schaust, was du erleben möchtest, du erwirbst einfach mal diese Frequenz, diese Gefühle, diese Vorstellung deiner Ziele, Wünsche und Träume. Die musst du erwerben, die kennst du nicht. Die kennt dein altes Ich nicht, dein konditioniertes, programmiertes Ich, das einfach noch nicht weiß oder vergessen hat, dass es eigentlich ein göttliches, perfektes Ich ist. Und deswegen ist im zweiten Schritt dieses Erwerben der neuen Seinszustand, der Energien des neuen Seinszustandes, der Vorstellung des neuen Seinszustandes, des Denkens aus der Perspektive des neuen Seinszustands. Das ist so essentiell wichtig. Und wenn du das hast, dann kannst du im nächsten Schritt das anwenden, daraus leben, aus diesem neuen Seinszustand, den du dir kreiert hast, auf dem weißen Papier, auf der weißen Leinwand, den du dir kreiert hast, den wendest du an. Da gehst du in gewisse Situationen rein, da gehst du in dein Business, da bist du jemand Neues in deinem Business, bist du jemand Neues in deiner Beziehung. Ja, und da wendest du das in deinen ganzen Lebensbereichen an und schaust, wer bin ich denn jetzt? Neu. Wer bin ich denn jetzt als göttliches Wesen ohne alten Bullshit, ohne Altlasten, ohne Stories? Ja, das ist wirklich wie ein Cut. Und dann kommt das Nächste, dann kommt das Höchste, da kommt die Meisterschaft, dann kommt das Gestalten, also das Gestalterische, das Künstlerische, dass du aus dem, was du gelernt hast, anzuwenden als dein neues Sein, dass du da quasi die höchste Schule für dich downloadst und sagst, was ist denn für mich das Allerhöchste als dieses göttliche Wesen? Wie kann ich da noch mehr gestalten, das Leben für mich und andere? Wie kann ich da noch mehr Kunst und Besonderes reinbringen, weil ich ja doch schon so besonders bin? Wie kann ich noch mehr absolut außerhalb von allem Gekannten und Bekannten noch mehr im Unbekannten gestalten, mein Leben noch mehr gestalten? Aber es ist so notwendig, diese vier Schritte einzuhalten. Und erst wenn du wirklich eins nach dem anderen aufbaust, wie aus dem Sport heraus, dann ist es verinnerlicht und dann bist du der Leistungssportler, der zum Schluss eben Kapriolen und Salti und was weiß ich nicht was macht, wenn er aber erst die Basic Skills für sich so verinnerlicht hat. Und diese Schritte zu tun und wirklich zu gehen und nicht aufzuhören, das ist einfach dieses Allerwichtigste in diesem Prozess. Und du kannst ihn Transformationsprozess nennen, aber eigentlich ist es ein Erneuerungsprozess, ein Prozess, wo du dich selbst aus der Wahrheit deines göttlichen Seins erschaffst, anstatt das, was passiert ist, und du aus der Lüge von irgendwelchen Vorstellungen von anderen Menschen, die nicht wussten,
göttliche Frequenz funktioniert, wie göttliche Wahrheit funktioniert, wie diese ganzen göttlichen Perspektiven funktionieren, aus denen wir eigentlich erschaffen und erdacht worden sind. Ja? Und das ist für mich einfach dieser große Schritt, aus der Lüge deines Seins heraus in die Wahrheit deines Seins zu gehen und diesen Prozess anzutreten und diese einzelnen Schritte durchzugehen. Und diese einzelnen Schritte, die gehen wir auch in den Mind Money durch, indem wir wirklich eine Person werden, die mit Geld kein Thema hat, gar kein Thema, gar keine Ladung mehr in Geld hat. Also die ganze Ladung, was wir in Bezug auf Geld haben und die ganzen Vorurteile und alles divine in die göttliche, in die Göttlichkeit zu bringen, in das Unvorbelastete zu bringen und einfach Geld als das anzuerkennen, als göttliche Energie. Und das ist der erste Schritt, das ist auch ein Prozess, weil wir diese Stories, diese Energien der Stories, die kleben überall an uns, in jedem einzelnen Gedanken, in den Emotionen, kriegen sie immer wieder gespielt, das ist gespiegelt, das ist ein Prozess. Und nachher, wenn du in Bezug das gelernt hast, in Bezug auf Geld in diese neutrale Position zu kommen, in diese göttliche Sichtweise, Perspektive in Bezug auf Geld, dann kommt eben der nächste Schritt, dass du erwirbst, neu erwirbst, was Geld für dich ist, neu die Beziehung für dich erwirbst, was du für eine Beziehung zu Geld hast, was Geld für dich bedeutet. Diese Beziehung dann anzuwenden als nächster Schritt in deinem ganzen Leben, aus dieser neuen Geldbeziehung heraus dein neues Leben, dein eigenes Leben zu gestalten, dein Business zu gestalten, deine Beziehung hinzugestalten und dann hinterher wirklich diese höchste Kunst wieder, diese Kapriolen, diese doppelten Salti mit Geld dir zu erlauben, diese absolut unbegrenzten Sachen, die mit Geld alles möglich sind, die du dir niemals erdacht hast, als deine alte Persönlichkeit, die vorkonditioniert war. Guten Morgen, Anna-Maria. Und diesen Prozess durchzugehen und dir zu erlauben, diesen Prozess zu machen in Bezug auf Geld, erlaubt dir gleich parallel alle anderen Blockaden und Hindernisse genauso aufzulösen und zu transformieren, weil du dieses komplette Konzept der Wahrheit für dich verstehst, weil du Wahrheit und Lüge unterscheiden kannst, weil du das weißt, was göttlich wahr ist, was göttliche Fülle ist, was göttlich getragen sein, geschützt und unendlich bedingungslos geliebt, weil du lernst, das zu fühlen, weil du deinem Container, deinem Körpercontainer beibringst, diese unbekannten Gefühle, Energien und Schwingungen als dein neues Normal anzuerkennen. Und das ist ein Prozess. Und eine riesengroße Hürde bei diesem Prozess ist eben, wenn du an dein altes Normal immer noch angesteckt und verbunden bist, indem du, sag ich mal, mit der alten Welt noch zu tun hast, mit der alten Welt kommunizierst, mit Menschen, die in der alten Welt leben, immer wieder noch Kontakt hast und diese Sogwirkung natürlich besteht, wenn du nicht bei dir bist, wenn du nicht in deiner eigenen Wahrheit drin bist, dass du plötzlich wieder in irgendwelche Dramen, alte Dramen von dir oder von anderen Menschen, Probleme, wieder Schwingendes reingezogen wirst, weil es so dominant und weil es so präsent ist im Außen und im Fernsehen und in den Zeitungen und überall. Und das macht es eben so schwierig, ja. Und weil die Leute dir Zeug erzählen und wenn du nicht die Wahrheit jedes Mal dagegen setzt, wenn dir einer irgendein Drama, ein Bullshit, eine Story, die er interpretiert, wie er zum Beispiel Lockdown sieht oder was weiß ich nicht was, und du immer wieder zurückkommen musst in deine eigene Wahrheit, ohne zu glauben, mit dem anderen irgendwo diskutieren zu müssen, sondern zu merken, wann und was das Richtige zu sagen ist, ohne dass du aus deiner eigenen Wahrheit wieder rausgezogen wirst. Und wenn du das mehr und mehr lernst, dann hörst du auf zu wobbeln, dann hörst du auf zu schwingern, dann hörst du auf, dann fährst du gerade auf deinem Fahrrad und du lernst diese Skills auf deinem Fahrrad irgendwann mal Salti rückwärts zu machen, weil du so gut Fahrrad fährst. Und wenn neben dir irgendwelche anderen noch am Eiern sind oder auf Stützrädern unterwegs sind, dann
bringt dich das nicht aus der Balance und du bist da, bist jemand, der ein Vorreiter, ein Lehrer, ein Trainer, ein Beispiel ist. Und diese Beispiele brauchen wir zuhauf, weil wir sind in dieser Transition-Zeit, wir sind in diesem Umbruch. Da kann sich keiner davor schützen, keiner davor retten. Das findet statt. Und jetzt kommt es einfach darauf an, wie gut bist du gerüstet? Wie gut bist du gerüstet? Wie kapierst du für dich, was vorgeht? Wie klar bist du für dich? Und was erlaubst du dir für ein grandioses Leben in jeder einzelnen Situation? Und darum geht's mir, dass ich dich da mitnehme, dass ich dich da abhole, dass du einen Ort, einen Raum hast, in dem du das absolut leicht und einfach und schnell lernen kannst und für dich deine Wahrheit so lange integrierst, bis du dann, egal in welcher Situation, diese Wahrheit nie wieder vergisst. Genauso wie du die Lügen ja so gut gelernt hast, die man dir über dich, über dein Sein, über das, was du kannst, wo du gut bist, wo du schlecht bist, was man ja da alles eingetrichtert hat, das hast du ja auch ganz gut gelernt. Aber jetzt geht es darum, die Wahrheit zu lernen und die Wahrheit für dich zu verankern. Und ich kann dich nur noch einladen, komm mit in Divine Money in diesem Jahr noch 2 Monate. Es gibt dann noch weiterführende Programme. Du kannst dich dann weiter um dein Business kümmern. Du kannst in ein ganz großes Programm kommen, Divine Millionaire Mastery, weil Millionen müssen in die Hände von den Menschen, die wissen, wer sie wirklich sind. Das Geld, das Symbol der Energie und der Machtenergie, dort ist, wo die wahre Herzensmacht, die göttliche Macht und Kraft liegt. Und da muss das Geld nachfolgen. Das muss dort aus diesen dunklen Geschäften und Machenschaften muss das Geld raus. Aber das kann nur passieren, wenn du auch bereit bist, das anzunehmen. Wenn du bereit bist, dieses Geld eben reinzuwaschen und anzuerkennen, was Geld bedeutet und dass diese alte, tief schwarze, niedrige, dunkle Bedeutung des Geldes und Geld als Antrieb für Böses, dass das reingewaschen wird. Das ist so wichtig, das ist so wichtig. Und es kann nur passieren, wenn Menschen wie du und ich bereit sind, große, große Summen von Geld durch uns durchlaufen zu lassen. Ja, es geht ums hier durchlaufen zu lassen, rein, raus. Hier geht es eben genau nicht darum, um irgendwas anzuhäufen und nichts raus zu machen, sondern um Schönheit, Hochschwingendes zu generieren, ein hochschwingendes Leben mit hochschwingenden Objekten in deinem Leben, mit hochschwingenden Beziehungen in deinem Leben. Und gleichzeitig fließt Geld als hochschwingende Energie dabei mit. Und darum geht es. Es ist so essentiell wichtig, dass genau diese Menschen, die mir hier jetzt zuhören, bereit werden, dass Geld zu ihnen kommen darf. Dass bereit werden, ein offener, riesengroßer Raum für Millionen, Milliarden, Billionen, Trillionen, Gazillionen, was auch immer, zu werden. Weil da, wo das Geld jetzt ist, bleibt es nicht, kann es nicht bleiben und je schneller es an den richtigen Ort kommt, also je schneller die Energie des Geldes im Sinne von Kraft, Einfluss, wunderschönen Energien, Vorstellungen zu den Leuten kommt, die der Container dafür sind, desto besser. Und ich möchte so viele Menschen wie möglich mitnehmen, dass sie sich erlauben, ein riesengroßer Geldcontainer zu sein. Und zwar nicht ein Container, der hält, sondern ein Durchlaufcontainer, wo wir anfangen, genau das Geld dorthin zu bringen, wo es hingehört. Und zwar zu Liebe, in die Göttlichkeit, in die göttliche Energie, in die göttlichen Vorstellungen, zu den göttlichen Regeln, zu den göttlichen Gesetzen. Und je mehr Geld als irdisches Symbol dort ist, desto mehr vertrocknet diese andere Ansicht, diese anderen Container, wo Geld gerade noch so festgehalten wird. Ich hoffe, du verstehst, was ich meine. Wenn du dich angesprochen fühlst, spring
Am 4.11. starten wir mit Divine Money und wie gesagt, es geht nicht um Geld. Es geht überhaupt nicht um Geld, sondern es geht um die Wahrheit. Um die Wahrheit, um die göttliche Wahrheit, die für uns Menschen hier auf Erden immer schon gedacht war und die uns einfach vorhanden gekommen ist, weil ja, es so gewollt war. Wir sollten nicht in unserer Macht sein, wir sollten nicht in unserer Kraft sein, weil es Vorstellungen gibt von Sklaverei, von Unterdrückung und dass es so sein muss, das Leben. Und es ist einfach eine verdammte Lüge. Und ich entschuldige mich jeden Tag energetisch bei jeder Vorstellung, die kommt und sage, es tut mir leid, liebes Göttliches, es tut mir leid, göttliche Wahrheit, dass ich so lange auf so verdammte Lügen aufgehockt bin. Und es gibt so einen Shift in der Energie, dieses Ho'oponopono, aber eben in diesem Sinne zu sagen, es tut mir leid, dass ich eine Lüge geglaubt habe, es tut mir leid, dass ich dieser Lüge gefolgt bin, es tut mir leid, dass ich mich gequält habe, es tut mir leid, dass ich andere gequält habe mit meinen Gedanken und Vorstellungen, die nicht aus dem göttlichen Ursprung kamen, weil ich es halt nicht besser wusste. Und ja, es gibt viele, viele, viele Tools, die ich euch gerne beibringen möchte. Es ist ein Riesenspaß, es ist leicht, es ist einfach, es ist zusammen und doch gehst du für dich, aber wir gehen ja alle zum gleichen Ort und zwar zum absoluten Wohlfühlen in unser wahres Sein. Jeder hat seinen eigenen Weg, wie er dorthin geht. Und das ist spannend. Und wenn wir uns um diese vielen verschiedenen Wege noch auch austauschen und diese Impulse, ist einfach wunderbar. Und ich wünsche mir, dass noch ganz, ganz viele mitkommen. Wir sind schon eine ganz geniale Truppe. Und ich lade dich ein. Schau auf meine Homepage mywellfeeling.com unter Angebote Mentoring. Da siehst du es, Divine Money. Kannst du dich noch anmelden. Kommst in unsere exklusive Facebook-Gruppe. Heute habe ich mich noch entschieden, ich werde diesen My Magic-Kurs noch dazugeben. Den tue ich heute rein in die Facebook-Gruppe, dass jeder, der den noch machen möchte, da geht es wirklich darum, um zu erkennen, wer bin ich wirklich, was ist mein magisches, wahres, göttliches Sein. Den tue ich auch noch dazu rein. Dann hast du natürlich die anderen Goodies, das Kongresspaket für alle Vorträge, alle Workshops, lebenslangen Zugriff vom Kongress Heilung in der neuen Zeit mit wunderbaren Speakern. Das hast du auch noch dabei und natürlich einen ganzen Haufen an Energy Sessions, die dir eben auch noch bei der Transformation helfen. Ich glaube nicht, dass es besser geht. Ich freue mich auf euch. Bis bald. Schönen Sonntag. Tschüssi.